Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute dreht sich bei HWK TV alles rund um die fünfte Jahreszeit. Denn auch das Handwerk rüstet sich für die närrischen Tage. So produziert eine Koblenzer Bäckerei rund 25.000 von diesen leckeren Berlinern am Tag. Im Jahr 1909 wurde das Familienunternehmen Höfer in Koblenz-Metternich gegründet. Und seitdem ist einiges passiert. Heute ist Höfer ein modernes Bäckereiunternehmen mit über 240 Mitarbeitern und allein 19 Filialen in Koblenz. In der Karnevalszeit ist richtig was gebacken, denn hier werden täglich 25.000 Berliner produziert. Wir machen jedes Jahr einen Aktionsplan und orientieren uns danach, wann ist Karneval, wann ist Ostern. Und in der Karnevalszeit werden die Sortimente umgetauscht. Wir machen weniger Plunderteilchen und machen viel mehr Berliner und Berliner-ähnliche Gebäcke, also Fettgebäcke. Dessert-Berliner, Champagner-Berliner und so weiter, das sind die Highlights in der Karnevalszeit. Zur Zubereitung eines Berliners wird ein süßer Hefeteig mit Ei, Milch und Butter hergestellt und nach dem ersten Gehen fingerdick ausgerollt und ausgestochen. Nach dem zweiten Mal Gehen wird der Rohling unter gelegentlichen Wenden schwimmend in Fett ausgebacken, wodurch er seine typische Farbe erhält. Mit einer speziellen Spritze wird der Berliner gefüllt und danach mit Puderzucker oder Zuckerglasur überzogen. Die Füllung variiert je nach Produktionsgang und kann von Konfitüre über Sahne bis hin zu Tabasco-Soße reichen. Wir wissen, dass wir an Schwerdonnerstag, das ist der größte Tag, insgesamt über 30.000 backen. Am Rosenmontag nimmt das ein bisschen ab und in der ganzen Karnevalszeit, denke ich, über 500.000. In den Lehrwerkstätten der Handwerkskammer wird den Auszubildenden der richtige Umgang mit Karnevalsschminke vermittelt. Denn gerade bei Karnevalsschminke gibt es besonders viel zu beachten. Auch das Friseurhandwerk rüstet sich für die fünfte Jahreszeit. Ausgefallene Frisuren und geschminkte Gesichter. Was in den meisten Friseursalons nicht üblich ist, bekommen die Auszubildenden in den überbetrieblichen Lehrgängen bei der Handwerkskammer Koblenz beigebracht. In diesem Lehrgang, das ist zweites Lehrjahr, das ist Make-up und typische Frisurengestaltung. Normal haben wir Tages-Make-up dabei, aber weil jetzt die Karnevalswoche ist, haben wir gedacht, nehmen wir so ein bisschen Fantasy-Make-up mit rein oder Karnevals-Make-up mit rein. Und das macht denen natürlich großen Spaß, sowas auch zu machen, weil es im Betrieb nicht gemacht wird. Von Frankenstein bis zur Operndiva, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Und den Lehrlingen macht es richtig Spaß, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Im Friseursalon machen wir das eigentlich gar nicht. Das ist jetzt einmalig das erste Mal, dass ich das so überhaupt mache und überhaupt sehe. Aber halt, man sieht das bestimmt in den Kindergärten und so, wie die das machen. Aber es ist ganz witzig. Macht Spaß, also mit den ganzen Leuten und so. Kann man was ausprobieren. Wie man sieht, mein Gesicht wurde auch schon bemalt. Also wir schminken öfters im Salon. Ich schminke sehr oft im Salon. Ja, zwar jetzt nicht so ausgefallen, aber Karneval schon oft. Also ich mache Gesichtsbemalungen auch und ja. Hier wird unter fachlicher Anleitung und mit Einsatz von Wasserfarben geschminkt. Wenn Sie sich selbst mit Karnevalsschminke zurechtmachen, sollten Sie doch einige Kleinigkeiten beachten. Ja, eigentlich sind die Farben heute so unkompliziert, dass man da eigentlich gar nicht besonders Angst haben muss, dass irgendwie was passiert, alle Allergie getestet. Was wir hier machen, ist mit Wasserfarbe. Und das bekommt man auch nachher wieder ganz, ganz leicht ab. Wo man darauf achten muss bei der Karnevalsschminke, dass man vielleicht mit so Glitzerpartikeln nicht so sehr ans Auge dran geht, dass es nicht so gereizt ist. Sie haben also gesehen, auch das Handwerk leistet seinen Beitrag für eine schöne närrische Zeit. Und denken Sie daran, ohne Handwerk gäbe es keine Berliner. In diesem Sinne, machen Sie sich schöne Tage. Jetzt geht's weiter im Programm von TV Mittelrhein. Machen Sie's gut.